Es braucht schon einen richtig, richtig guten Film, dass ich bei 37 Grad hier in meinem warmen Zimmerchen sitze und so eine Videokritik erstelle. Ja? Was soll ich sagen? Gefunden! Ich glaube, ich klebe am Sessel fest. Die bewegende und wahre Geschichte des Anwalts Brian Stevenson und seines Kampfes für Gerechtigkeit, in welchem er einen unschuldig zum Tode Verurteilten verteidigt. Just Mercy beruht auf einer wahren Begebenheit. Just Mercy, ein Film beruhend auf einer wahren Begebenheit mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx und Brie Larson, die, nachdem sie mir bei Captain Marvel ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, hier wieder alles rumreißt, muss ich gestehen. War gut. Die Schauspieler sind hier sehr überzeugend in dem Film. Ja, schwieriges Thema, Todesstrafe. Man merkt den Schauspielern an, dass sie mit Herz dabei sind. Und Michael B. Jordan spielt hier einen eher ruhigen und bedachten jungen Anwalt, der für das Richtige versucht zu kämpfen, der nur ganz, ganz selten emotional wird. Ja, aber wenn, dann leidet man mit. Jamie Foxx, ja, seine Figur, die zu Unrecht mehrere Jahre im Todestrakt sitzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was so eine Person durchmacht. Jeden Tag auf den Tod zu warten, obwohl man nichts Falsches getan hat. Da, wenn man da nur versucht, sich ein bisschen hineinzuversetzen, haut es einen schon ein bisschen um. Ja. Generell, die Schauspieler im Film hier machen komplett eine tolle Figur. Ja, hervorgehoben die drei Hauptdarsteller. Und die Geschichte an sich ist bewegend und berührt. Und schon allein auf der Tatsache, dass es sich hier um Fakten handelt. Und der Film versucht tatsächlich, Fakten, sehr viele Fakten hier reinzubringen. Ja? Wir kennen das ja. Wenn ein Film auf einer wahren Begebenheit beruht, wird ein bisschen hineingedichtet, um ein bisschen mehr Drama, ein bisschen mehr Spannung, was auch immer, ein bisschen mehr Unterhaltung hineinzufügen. Oder hier und da mal was weggelassen, weil das vielleicht nicht gezeigt werden kann. Der Film hier hat mich positiv überrascht, weil er so wirkt, als würde er tatsächlich nur auf Fakten beruhen wollen. Auch, ja. Hier wird nicht überdramatisiert, sondern einfach gezeigt, wie es wohl wirklich war. Quasi nach dem Prinzip, das Leben schreibt die besten Geschichten. Wenn ihr es zwischendurch so ein bisschen Rauschen hört an meinem Mikro, ich muss den Ventilator zwischendurch mal anmachen. Sonst gehe ich hier ein. Der Regisseur, da muss ich mal gucken, wie er heißt, Destin Daniel Cretton. War mir vorher nicht wirklich bekannt, der Name. Hat aber einen Film rausgebracht, den ich auch gesehen habe. Und einige von euch da draußen bestimmt auch. Und der eigentlich gar nicht so schlecht war. Und zwar Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Ich bin jetzt nicht unbedingt der religiöseste Mensch auf dieser Welt, ja. Aber zwischendurch hat er mich auch bewegt, dieser Film. Der Regisseur ist zwar mehr oder weniger noch in seinen Anfängen, aber er schafft es tatsächlich, sein Publikum hier und dort zu bewegen. Also von daher, gute Arbeit. Der Film spielt Ende der 80er, Anfang der 90er. Eigentlich traurig, ist gar nicht so lange her alles, aber zu der Zeit war wohl in Amerika, vor allem im tiefen Süden, alles noch um einiges rassistischer. Also das ist in diesem Film das zweite Hauptthema neben dem Thema Todesstrafe. Rassismus gegenüber Afroamerikanern. Ja, wie wir alle in den Nachrichten sehen, ist das heute immer noch aktuell. Aber vor 20, 30 Jahren war das nochmal ein Ticken extremer, würde ich meinen, ohne es hundertprozentig wissen zu können. Zu der Zeit wurden arme Afroamerikaner verhaftet, ohne wirkliche Beweise, ohne ihnen irgendwie ein Verbrechen nachweisen zu können. Und keine Sau hat danach gefragt. Ja? Keiner hat es hinterfragt, niemand hat es angezweifelt anhand der Beweislage. Und das zeigt dieser Film sehr deutlich. Es wird auch schon am Anfang des Films wird schon direkt klar, dass ein junger Afroamerikaner, sehr gebildeter und intelligenter Anwalt, selbst dass so eine Person es super schwer hat, sich dort durchzusetzen. Wenn ich den Film mit anderen Filmen vergleichen müsste, würde ich sagen mit Das Leben des David Gale oder The Green Mile. Ja? Das Leben des David Gale, da gab es nur das Hauptthema Todesstrafe. Den Film finde ich immer noch grandios bis zum heutigen Tag.
In The Green Mile ist ein bisschen Fantasy drin. Und wenn es tatsächlich um die Vollstreckung dieser Todesstrafe geht, wurde dort mehr gezeigt. Ich persönlich fand es sehr gut, dass der Film nicht Hollywood-mäßig etwa die Sachen überdramatisiert. Ja, das Thema an sich ist Drama genug. Und die Schauspieler bringen es alle super rüber. Dennoch hatte der Film hier und dort ein paar ganz kleine Längen. Ich will es auch gar nicht sagen, weil der Film ist toll. Ja? Ich kann ihn aber jetzt nicht genau auf dieselbe Stufe setzen, vom Unterhaltungswert zumindest, wie Das Leben des David Gale und The Green Mile. Die beiden kriegen von mir eine glatte 1. Just Mercy ist aber ein so toller Film, der, wie ich finde, absolut untergegangen ist und den viel mehr Leute sehen sollten, kriegt von mir eine tolle 1-. Also Leute, was soll ich euch sagen? Ich sitze bei 37 Grad Außentemperatur und wahrscheinlich hier im Zimmer 3 Millionen Grad sitze ich hier und erstelle eine Kritik zu diesem Film, weil ich ihn einfach super toll fand. Ja, bewegende Geschichte, tolle Schauspieler. Der Film ist nicht langweilig, hat hier und dort ein paar kleine Längen, aber die stören im Prinzip gar nicht, denn das Endresultat ist der Hammer. Und am Ende werden nochmal die echten Figuren gezeigt. Und ich will euch nicht zu viel verraten, guckt es euch an, was einem da noch gezeigt wird, wer wie lange unschuldig im Gefängnis saß, im Todestrakt. Es haut einen einfach um und schockt einen. Macht einen auch ein bisschen traurig. Da verrate ich nicht zu viel, schaut es euch an. Der Film ist absolut sein Geld wert. Just Mercy, aktuell zu sehen bei allen großen Streaming-Anbietern. Und wenn euch danach ist, abonniert meinen Channel. Wenn es ein bisschen kühler wird, haue ich eine Kritik nach der anderen raus. Aber hier schwitze ich mir den Wolf ab.